Sind Sie hier zu Hause, hm? Nein, nur ein Besuch, aber ich komme öfter her. Und Sie? Ich wohne hier. Ich war Rennfahrer, bin viel herumgekommen. Aber für mich ist das die schönste Stadt. Sie waren Rennfahrer? Ja, und ich fuhr, glaube ich, gar nicht schlecht. In Cannes war ich sogar mal Dritter. Und dann wollte ich auch mal Erster werden. Aber da war diese Mauer im Weg. Oh. Das war's dann. Tut mir leid. Mein Leben war mir lieber. Ich hatte ja noch Glück bei der Geschichte. Nur das Bein hat was abgekriegt. Aber ich merk's nur, wenn ich die ganze Nacht durchtanze. Pete? Mhm. Ich habe das Gefühl, wir werden verfolgt. Sehen Sie mal in den Spiegel. Ja, alles klar. Der Ehemann, der Geliebte oder die Bullen? Nein, Pete, das ist ernst. Ich arbeite für die Regierung. Ja, natürlich. Hier. Ah, ja. Ich nehme an, dass diese Männer mich kidnappen oder töten wollen. Lassen Sie mich an der nächsten Ecke aussteigen. Nein. Aber wenn Sie mich schon da reinziehen, sagen Sie mir wenigstens Ihren Vornamen. Diana. Diana Prince. Peter Johnson. Pete. Diana, versuchen Sie, ein Telefon zu finden und rufen Sie die Cops an. Schnell! Okay. Es ist doch wohl klar, dass euch das den Führerschein kostet. Zu lügen. Wieso habt ihr Diana Prince verfolgt? Man hat uns $150 bezahlt. Was solltet ihr mit ihr tun? Fesseln, knebeln und in einem Hotelzimmer in der Soto Street abladen. Das ist in Ost L.A., Miss. Wer hat euch gekauft? Alles, was wir wissen, ist der Vorname. Angel. Er stammt aus Chicago. Wir kennen uns von den Höllenhunden. Eine kalifornische Jugendbande. Die meisten von ihnen sind im Knast gelandet. Was wollte er von ihr? Hat er einen Namen genannt? Zum Beispiel Steve Trevor? Nein. Wenn ich dich freilasse, wirst du dich an nichts erinnern. Weder an das, was ich dich gefragt habe, noch an die Antworten. Hey, das ist Wahnsinn. Dieser Trick ist gut. Ich wäre gern dabei, wenn Sie ihn wiederholen. Glauben Sie nicht, dass diese Leute in den Knast gehören? Oh, die sind doch harmlos. Danke für Ihre Hilfe. Oh, keine Ursache. Doch, jetzt muss ich wieder zurück zum Wagen, um meinen Fahrgast wiederzufinden. Sie ist eine mutige Lady. Wenn Sie sie nicht finden, dann bringen Sie Ihre Sachen doch ins Hotel und hinterlassen Ihre Adresse. Sie wird sich sicher bei Ihnen melden. Ja, okay. Sie wird sicher denken, dass ich sie im Stich gelassen habe, aber wenn sie die Adresse hat und sich meldet, kann ich es wieder gut machen. Okay. Oh, wie heißen Sie denn überhaupt? Wonder Woman. Aha. Ziemlich originell. Hallo? Doch nicht schon wieder. Wie kann das passieren? In Ihrem Apartment in Washington waren auch zwei Stümper am Werk.